Ja, willkommen zu einem Abend mit vielen freien Frauen ins B. Naja, vielleicht auch schon in Realität, mehr oder weniger. Grüne Tara, freie Frau, freie Frauen im Buddhismus, mit dem Buddhismus, außerhalb des Buddhismus, hier und dort. Das Thema kann man nämlich natürlich ganz unterschiedlich angehen. Ich habe gedacht, ich fange mit einer Geschichte an. Es war einmal eine Prinzessin und die hieß Mondengleiche Weisheit. Und sie war eine Frau wie wir alle, abgesehen davon, dass sie halt aus der Oberschicht war, aus dem Adel eine Prinzessin war. Aber sonst war sie eine Frau wie wir. Und wie wir übte sie sich in. Und sie war da sehr ausdauernd, sehr geduldig. Hat sich überhaupt nicht verurteilt, wenn ich perfekt meditierte, sondern hat einfach weitergemacht und geübt und geübt und geübt, häufiger als nicht. Und irgendwann war sie an den Punkt gekommen, wo sie, wie die Tradition sagt, ihre künftige Existenz selbst, also nicht wie wir getrieben von den Winden des Karma geschleudert in diese oder jene Familie, die strukturell zu unseren Mustern passt. Das ist immer so eine schöne Meditation, die mal durchzuspielen. Welche unsere Strukturen uns möglicherweise in die Familie, in der wir aufgewachsen sind, hineingeschleudert hast, da zusammenpasst. Gut, also Tara, Jesche, Dava, Prinzessin, mondengleiche Weisheit, hatte den Punkt hinter sich gelassen und konnte selber entscheiden. Wählen, welcher Ort, welche Eltern am besten geeignet sind, ihre weitere Entwicklung zu fördern. Und auch, welche Situation die günstigste ist, um das größtmöglichste Wohl aller Wesen zu erlangen. Was ja bei den großen Bodhisattvas, den Wesen, die Erleuchtung zum Wohle aller anstreben, immer im Vordergrund steht. Ja, da war diese Frau, wie wir, angelangt an diesem Punkt. Und sowas bricht sie natürlich auch in spirituellen Kreisen schnell herum. Und schon kamen die Gratulanten und freuten sich mit Tara. Und da kam dann auch ein guter alter Freund, ein Mönch, und sagte, wie wunderbar, Yeshe Dawa, Jnana Chandra, Mondheit. Jetzt kannst du endlich ein Mann werden und so richtig erleuchtet werden. Diese Geschichte wird nicht ganz so zugespitzt, wie ich das jetzt tue, im Prinzip von jedem Lama erzählt als Einstieg in die Tara-Praxis. Die Prinzessin bedankte sich bei ihrem Mönchsfreund sehr höflich, liebevollen Worten, wertschätzend, dass er seine Freude auf seine ihm mögliche Weise zum Ausdruck bringt und sagte, aber mitnichten werde ich das tun. Ich werde jetzt ein Gelübde ablegen, von nun an bis zur Erleuchtung. Nur noch weibliche Inkarnationen und ich werde als Frau Erleuchtung erlangen, als Inspiration, als Vorbild für Frauen. Und so hat sie es gehalten und sie wurde als Frau eine Buddha und seither inspiriert sie Millionen von Frauen, zumindest in der buddhistischen Tradition, so wird es erzählt, und inzwischen auch im Westen. Diese Geschichte habe ich zum ersten Mal vor knapp 20 Jahren gehört, als ich 14 Tage in Indien war. Dachte ich, schön, wenn die Buddhisten solche Geschichten erzählen, dann ist da auch Platz für jemand wie mich, die durchaus auch Wert legt, dass ihr Geschlecht wahrgenommen wird, die nicht so geschlechtslos oder geschlechtsneutral sich durch das Leben bewegt. Das ist also die Grundlegende von Tara. Es gibt noch andere, die sind wesentlich patriarchaler. Die kann ich vielleicht dann an einem anderen Punkt nochmal erzählen. Aber das ist die erste Geschichte, die erzählt wird. Und als dann diese Prinzessin erwachte, zu ihren Möglichkeiten erwachte, in ihr beschlossen lagen, wie sie in uns allen beschlossen sind, hatte sie die große Fähigkeit, ganz viele Menschen zu inspirieren, ganz viele Wesen zu inspirieren und hat deswegen den Namen Tara bekommen, Sanskrit, und bedeutet Befreierin von dem Verb befreien oder auch Befreite oder wie ich das mit heutigen Worten formuliere, freie Frau, eine Erwachte. Ja, was ist das, eine freie Frau? Die Auseinandersetzung, die Beschäftigung
Mit Tara kann uns dabei helfen, das herauszufinden. Denn es ist etwas, was wir herausfinden. Das kann man nirgendwo lesen. Und selbst wenn wir es lesen können, hilft es nicht so viel. Um herauszufinden, was freie Frauen sind, ist es vielleicht hilfreich, sich anzugucken, wie wir leben. Mit welchen Vorstellungen, Perfektionen, Frauenrollen, Frauenbildern wir leben. Ich habe einiges aus der buddhistischen Tradition gelernt und eines, was ich gelernt habe, ist Listen zu machen. Kann man sich schön konzentrieren und die kann man auch ganz gut behalten. Und so habe ich 4 Ansprüche erkennen können, die wir im Allgemeinen an uns stellen, wenn wir uns nicht als Individuum sehen, sondern als Frauen. Also wenn wir denken, ich bin eine Frau, du bist eine Frau, was für Ansprüche dann in uns entstehen. Und jede von Ihnen muss jetzt schauen, welcher dieser Ansprüche im Vordergrund steht, welcher eher im Hintergrund steht oder welcher vielleicht gar nicht so wichtig ist. Die meisten Frauen erwarten von sich, wenn sie schon eine Beziehung haben, dann die perfekte Liebende oder Geliebte zu sein. Na, wenn schon, denn schon. Wenn dann Kinder da sind, naja, so wenn schon Kinder, dann perfekte Mutter, ist ja klar. Selbstverständlich heutzutage Karriere, finanzielle Unabhängigkeit, Verwirklichung im Beruf. Wie jetzt die Karriere aussieht, das ist unterschiedlich. Es muss nicht immer Chefärztin sein oder Leiterin eines Verlags, aber zumindest in dem Bereich, wo wir arbeiten, eine anerkannte, von anderen geachtete Position und natürlich die Arbeit perfekt, professionell durchführen. Und dann kommt die Krone der Ansprüche. Dann haben wir noch den Anspruch an uns, dass wir mit diesen Fähigkeiten niemanden Angst machen. Weder den Männern noch den Frauen. Ich habe das jetzt etwas überspitzt, aber ich denke, wenn wir ehrlich sind und uns angucken und unsere Enttäuschungen angucken, dass wir diese Ansprüche dahinter entdecken können. Mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger scharf gefordert. Und wenn wir andere Frauen angucken und uns die Kritik, die wir an anderen Frauen haben, vornehmen und genauer untersuchen, werden wir häufig entdecken, dass wir das von anderen Frauen erwarten. Tja, ich nenne das die Quadratur des Kreises und die ist bekanntermaßen bislang noch niemand gelungen, zumindest nicht auf einer vordergründigen Ebene. Vielleicht können wir einen möglichst guten Umgang mit denen, die wir lieben oder die uns lieben, ein möglichst geschicktes Umgehen anstreben, auch mit den Kindern, die wir möglicherweise haben, und auch ein geschicktes Umgehen mit der Arbeit. Und wir können es natürlich auch bemühen, den Menschen, mit denen wir leben, den Frauen und den Männern, keine Angst zu machen. Aber das ist etwas anderes, als zu erwarten, dass wir da perfekt und dass das nicht vorkommt. Gut. Wir alle sind natürlich geprägt in Frauenbildern, die wir als kleine Mädchen erlebt haben, von dem Bild, was unsere Mutter oder die Frau, die diese Rolle bei uns gespielt hat, gelebt hat, von den Tanten und Lehrerinnen und was auch immer an Frauen in unserem Umfeld existierte. Wir sind geprägt von dem Frauenbild, was die uns vermittelt haben. Und in diesem Jahrhundert kann man da auch verschiedene Bilder betrachten. Und ich überspitze wieder mal ein bisschen. Und in Reinkultur findet man es wahrscheinlich alles nicht, aber es deutet so Tendenzen an. Diese 4 Frauenbilder fasse ich folgendermaßen zusammen. Zum einen gibt es das Bild der hierarchischen. Ja, Mann und Frau sind verschieden, Adam und Eva und der Rippe, die sind verschieden und der Mann ist das Modell und die Frau ist nach dem Modell Mann modelliert, als Ergänzung, als Gegenstück, als anderer Pol und es gibt nicht genügend alte und neue Modelle und Erklärungsansätze, die das so richtig schön zimmern, ja? Und
wenn wir unsere Sprache angucken, selbst da kommt es uns noch. Der Lehrer an sich ist natürlich, das Allgemeine ist immer männlich. Und wenn es dann weiblich ist, die Person, die Konkrete, dann heißt es eben Lehrerin. Also wieder Modellmann. Und wenn man da noch was dranhängt, ist es dann eine Frau. Und wenn man was dazu sagt, dann ist es auch. Oder wenn es eine Frau ist, muss man dazu sagen. Also es geht auf, wirkt auf ganz vielen und auf viel tieferen Ebenen, als wir manchmal annehmen. In jedem Biologiebuch unter Kapitel der Mensch ist ein männliches Modell. Selbst bei den Homöopathinnen und Homöopathen, das Modell ist immer männlich und dann gibt es noch ein Kapitel die Frau und dann kommen die Abweichungen. Ein Modell mit breiterem Becken, malerem Kreuz und diesem und ist wirklich sehr verbreitet und immer noch sehr verbreitet. Das ist das Modell hierarchische Differenz. Und es ist sehr aufschlussreich zu gucken, wo wir dem immer noch anhängen, auch wenn wir ganz andere Gedanken haben in weiten Bereichen. Dann gibt es ein anderes Modell, das Modell der Gleichberechtigung. Ja, gleiche Rechte wie die Männer, gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Arbeit wie die Männer, gleiche Zugangsmöglichkeiten zu Geld, gleicher Lohn. Das Modell ist wieder der Mann. Da gibt es jetzt nicht die Differenz, sondern die Angleichung. Gleich wie, obwohl wir offensichtlich keine Männer sind. Das hat natürlich sehr viel Sinn, auch historisch sehr viel Sinn gehabt. Wenn das einzige Modell Freiheit, von Freiheit, was existiert, durch den Mann verkörpert ist, dann nimmt man natürlich erstmal, wenn man Freiheit anstrebt, dieses Modell, wenn es kein anderes gibt. Und dank dieser Kämpfe um Gleichberechtigung konnten einige von uns irgendwann die Universität besuchen und bestimmte Berufe lernen. Also ich bin meinen Tanten, Großmüttern, Schwestern da sehr dankbar. Aber doch führt dieser Ansatz irgendwann in sehr schwierige Situationen, nämlich die oben genannten vier Ansprüche. Wir sind Frauen, aber wir leben in einer Arbeitswelt, die Schwangerschaft als Krankheit definiert, weil Männer natürlich nicht schwanger werden. Also wenn dann ein Wesen, was kein Mann ist, bestimmte Zeiten nicht bei der Arbeit sein kann, dann ist das natürlich eine Krankheit, klar. Obwohl es wirklich keine Krankheit ist. Die Mode sagt viel aus über Gleichberechtigung. Frauen dürfen Anzüge tragen und Krawatten. Three-Piece-Suits, ja, Aktentaschen, kein Problem. Aber wehe, ein Mann würde im Rock zur Arbeit kommen. Das ist ein Unding. Also die Mode sagt auch etwas darüber aus, was das herrschende Geschlecht ist oder was das Modell ist, was zählt. Natürlich gibt es dann Kritik, wenn die Frauen zu männlich auftreten und ihre Weiblichkeit verlieren. Und dann gleich die Frage ist, ja, was ist das, die Weiblichkeit? Dann gibt es einen wunderbaren, scheinbaren Ausweg aus diesem ganzen Dilemma. So, mir reicht es jetzt mit der Diskriminierung, mir reicht es mit dem ganzen Hickhack um Männerrollen, Frauenrollen, ich bin jetzt ein ich kümmere mich um diese ganzen Rollengeschichten nicht mehr, ich bin ein Mensch und ich möchte als Mensch akzeptiert werden. Und ich habe diese Diskussion mit vielen Freundinnen immer wieder geführt, wenn sie meinten, es käme nicht darauf an, dass wir von uns sprechen, dass wir also in der Sprache auftauchen und in dieser Runde nicht sagen, hat jeder einen Platz, hat jeder seinen Platz gefunden, sondern in einer solchen Runde sagen, hat jede ihren Platz gefunden, hat jede ihr Kissen und so weiter. Dann kommt eben das Argument, jetzt komm, mach nicht so ein Theater. Wir sind alle Menschen und darauf kommt's nicht an. Und Hauptsache, die einzelne Person wird geschätzt, der Mensch wird geschätzt, der Einzelne wird geschätzt. Das ganze Theater lassen wir mal. Das hat etwas Befreiendes. Und ich muss sagen, ich habe einige Jahre diesen Ansatz des Individuums sehr verfolgt und habe mich ein bisschen erholen können von dem angestrengten Ärger, den ich erlebt habe beim Angucken von Filmen, beim Gang durch die Stadt, beim Angucken der Werbung, beim Gucken, also beim Lesen, beim Gucken, beim Leben in dieser Welt, wo eben die Frauenrollen zum Teil so nervig beschrieben werden und so traditionell, dass man oder dass Frau, wenn sie guckt, sich ziemlich viel ärgert. Und es kann eine Erlösung bedeuten, wenn man sagt so, ich achte jetzt einfach mal auf diese Geschichte nicht mehr und guck, ob mir der Film Spaß macht, ob die Ansage witzig ist. Und die ist doch eigentlich wirklich witzig, wenn man mal davon absieht,
dass die Frauen ein bisschen schlecht wegkommen dabei, ja? Oder dass Klischees genutzt werden. Auch das ist ein Weg, der für eine Weile Ruhe schenkt, ein bisschen Raum schenkt. Aber wenn man dann mal wieder guckt, wer welche Arbeiten durchführt, und das ist mir auch in buddhistischen Kreisen passiert, dann läuft es halt doch wieder so, dass diejenigen, die zuhören, sind die Frauen, und diejenigen, die die Vorträge halten, sind die Männer, und diejenigen, die die Bücher schreiben, faktisch, tatsächlich, sind die Frauen, und der Name, der auf dem Umschlag steht, ist der eines Mannes, und so weiter, und so. Es gibt noch einen Ansatz, noch ein Modell Frau. Und das ist in den letzten 15, 20 Jahren mal wieder, nehme ich an, aber so deutlich habe ich es vorher auch noch nie gelesen, gehört, in den letzten 15 Jahren formuliert worden ist, das ist das Modell sexuelle Differenz. Von der französischen Philosophin Lucie Rigaret, von italienischen Frauen um den Mailänder Frauenbuchladen, um die Universität Verona, die Philosophinnengruppe, die Differenza Sessuale, und die geht davon aus, es gibt zwei Geschlechter, es gibt Frauen und Männer, ganz offensichtlich, die sind unterschiedlich, aber stehen in keinem hierarchischen Verhältnis zueinander. Eins wird nicht durchs andere definiert. Keins von beiden hat die Definitionsgewalt. Und das sind keine fixen Systeme. Also Männer sind, Frauen sind, so ist das. Sondern es gibt offensichtlich einen Unterschied. Körperlich zu sehen, wenn wir miteinander umgehen, zu spüren, energetisch zu spüren, im Verhalten zu erleben, im Redeverhalten, im Kommunikationsverhalten und so weiter. Und der Ansatz ist jetzt nicht so, dass er sagt, ja, und deswegen ist das immer und ewig so, sondern es ist eher ein praktischer Ansatz. Jetzt nehmen wir das so wahr und jetzt gehen wir damit um. Ja, und vielleicht unterliegen wir all diesen Einflüssen. Gibt es mehrere verschiedene, die uns prägen. Vielleicht am stärksten jetzt vom Gelebten her der Ansatz der Gleichberechtigung und der Ansatz, ich bin ein Individuum. Also die meisten Frauen, die ich kenne, sind am stärksten davon geprägt. Allerdings in der Reaktion im Kampf gegen, natürlich auch durch die hierarchische Differenz. Und einige versuchen, mit dem Ansatz der sexuellen Differenz zu leben und kriegen da von ihren für Gleichberechtigung agierenden Schwestern ziemlich viel auf die Mütze und werden oft in einen Topf gesteckt mit denen, die von der hierarchischen Differenz reden. Nun denn, freie Frauen, grüne Tara. Was hat die grüne Tara mit den freien Frauen zu tun? Ich habe noch eine Liste von 4 Sachen. Die 4 gilt ja als weibliche Zahl. Interessant. Was hilft Frauen, ist meine Frage, ein lebendiges Frauenbild zu entwickeln. Also kein fixiertes, so sind Frauen, sondern ein lebendiges Frauenbild. Was hilft uns, eine weibliche Identität zu entwickeln, die nicht rigide ist, die nicht festgeklopft ist, die uns nicht wieder einengt? Und ich verdanke diese Anregungen zum einen der Frauenforschung mit der besagten französischen und italienischen Feministinnen, 3 Punkte davon. Und den 4. Punkt verdanke ich dem Buddhismus. So, mal gucken. Um eine lebendige Identität zu entwickeln, brauchen wir zum einen konkrete Beziehungen. Beziehungen. Und zwar einmal horizontale Beziehungen mit Frauen. Das heißt, einen Ort, ein Zusammenhang, ein Netzwerk, wo wir uns als Frau erleben, nicht als Gegenüber des Mannes primär. Da rutschen wir ganz leicht in die Polarität rein, in die Ergänzung. Wenn ich mich nur als Frau erlebe, einem Mann gegenüber, dann will ich anders sein als er, oder ich will gleich sein wie er, oder ich will den anderen Pol bilden, die Ergänzung oder sonst etwas. Also ich rutsche entweder in die hierarchische Differenz oder ich rutsche in die Gleichberechtigung, wenn man das jetzt von unseren Modellen her denkt. Ich brauche, so sagen die italienischen Feministinnen, ein Netzwerk von Beziehungen mit Frauen innerhalb
dessen ich mich als Frau erlebe. Und die Kraft, die von Frauen ausgeht, aus islamischen Ländern, aus den romanischen Ländern, die hat ganz viel mit diesen Strukturen zu tun. Ich habe viel mit arabischen Frauen gearbeitet, ich habe Deutschunterricht gegeben, Deutsch für Ausländer, Ausländerinnen. Und die hatten etwas in ihrem Auftreten als Frauen, was mich ungeheuer fasziniert. Also ich habe in meinen Klassen festgestellt, die arabischen Hausfrauen, die den ersten Deutschkurs erkämpft hatten, gegen Widerstand von Mann und ältestem Sohn, hatten letztlich mehr Selbstbewusstsein als Frauen, als die Diplom-Ökonomin aus Polen, ja, mit einem Uni-Abschluss. Fand ich interessant. Die hatten, das ist meine Schlussfolgerung, die haben dieses Netzwerk Beziehungen zu Frauen, wo sie sich als Frauen erleben. In Indien ist es zu spüren, wo Frauen nicht mal Wohnungen mieten dürfen auf eigenen Namen, sondern irgendein Mann, Vater, Ehemann, Sohn muss das machen. Schwager, Bruder, glaube ich noch. Auch da vermitteln die etwas. Und meine Interpretation ist, und auch Frauenforscherinnen, das hat etwas zu tun mit ihren Beziehungen zu Frauen. Das wäre sozusagen die erste These. Um als Frauen eine stabile Identität zu gewinnen, brauchen wir ein Netzwerk, ein System, wo wir mit Frauen regelmäßig etwas tun, so dass wir einen Ort haben, von dem aus wir in die Welt der Männer gehen. Von dem aus wir dem anderen Geschlecht begegnen, ohne dann eben in die Polaritäts-, in die Gegensatzschiene zu rutschen. Es reicht aber nicht aus. Die zweite Art von Beziehung, die wir brauchen, sind diesen Ansätzen zufolge vertikale Beziehungen zu Frauen. Ein Grund, warum unsere Beziehungen zu den Müttern häufig so schwierig sind, hat damit zu tun, dass diese vertikale Beziehung zur Mutter in unserer Kultur wenig Wert besitzt. Sie ist kein Modell. Maria mit dem Jesulein ist ein Modell. Also Mutter und Sohn ist ein kulturelles Modell immer noch, ein religiöses Modell. Und Vater und Sohn natürlich sowieso. Aber Mutter und Tochter ist kein kulturelles Modell. Und in einem ihrer Aufsätze schrieb Luce Irigaray, sie schlägt vor, dass in allen öffentlichen Orten Bilder von Frauen und ihren Töchtern aufgehängt werden. Historische, Demeter und Chore, also wir können Anleihen machen, wo auch immer, Anna und Maria, Mütter und Töchter, um dieses Modell als Modell wieder in unser Bewusstsein zurück, dass Töchter von ihren Müttern lernen, dass Mütter ihre Töchter lehren, dass es da eine Genealogie, eine weibliche Genealogie, eine weibliche Linie gibt. Es ist natürlich schwierig, wenn die Beziehung zur biologischen Mutter schwierig ist, gestört ist, belastet ist, das mit der biologischen Mutter sozusagen aufzuarbeiten. Was wir aber tun können, ist, wir können mit symbolischen Müttern lernen. Die müssen nicht unbedingt 25 Jahre älter sein als wir. Aber Frauen, von denen wir etwas lernen können, was uns wichtig ist. Und uns bewusst machen, was wir alles von Frauen gelernt haben in diesem Leben. Es ist eine wunderbare Übung, sich einmal zu überlegen, und ich denke, morgen machen, vielleicht auch heute Abend. Wir fragen uns, was habe ich in diesem Leben an wesentlichen Dingen von anderen gelernt, mit anderen? Erstmal so allgemein. Und dann, was habe ich an wesentlichen Dingen mit Frauen, von Frauen, vielleicht auch in der Auseinandersetzung mit Frauen gelernt? Sich das mal klar zu machen. Und dann sich zu fragen, wissen die das? Ist mir das eigentlich klar? Wie bewusst ist mir das? Das ist eine wunderbare Übung, dann an die Frauen zu denken und sich bei ihnen zu bedanken. Und Luisa Moraro, eine der italienischen Frauen, sagt, nichts gehört uns wirklich, wofür wir uns nicht bedankt haben. Fand ich einen guten Satz. Auch wenn es nicht unbedingt jetzt in Person geschehen muss, aber innerlich. Das reicht immer noch nicht aus. Und da kommt jetzt wieder Luce Irigaray ins Spiel, die sagt, wir brauchen eine weibliche, symbolische Ordnung. Denn es gibt im Moment in unserer Kultur nur die Ordnung des Vaters, die symbolische Ordnung der Väter. Da gehört die Sprache dazu, die Religion, die kulturellen Bilder, soziale Strukturen. Und Irigaray schreibt in einem Aufsatz, den sie Femme Divine, göttliche Frauen, nennt. Frauen brauchen ein weibliches, göttliches, um ganz Frau zu werden.
Und sie analysiert in diesem Aufsatz eine Aussage von Feuerbach, Ludwig Feuerbach, der sagt, der Mensch braucht einen Gott, um ganz Mensch zu werden. Da sagt sie, ja, richtig, und die Frauen brauchen eine Göttin, um ganz Frau zu werden. Und da ist es die Jung zu Tara. Als ich diesen Aufsatz geschenkt bekam, vor 10 Jahren, habe ich gerade 10 Jahre Tara-Praxis gemacht. Und dieser Aufsatz formulierte das, was ich da zum Teil erlebt hatte, in der Sprache, in den Begriffen der modernen Frauenforschung, der feministischen Philosophie. Lise Rigaret sagt, wir brauchen einen weiblich-göttlichen Horizont, ein weiblich-göttliches als einen Horizont, der uns hilft zu werden, die zu werden, die wir werden können. Also etwas, was unsere engen Vorstellungen von Frausein transzendiert. Wir brauchen einen transzendenten Horizont, der uns hilft zu werden. Alles, was ich jetzt vortrage, sind erstmal Thesen, ja, die ich mir zusammengesucht habe, die in meinem Leben funktionieren und auch im Leben von einigen anderen Frauen. Aber jede muss herausfinden, was sie damit anfangen kann. Also vertikale Beziehungen, also horizontale Beziehungen, vertikale Beziehungen und die Beziehung zu einem weiblichen, göttlichen. Und das ist etwas, was wir an diesem Wochenende ausprobieren wollen. Tara ist eine Buddha-Gestalt. Buddha-Gestalt, weil sie in der Form, wie ich sie kennengelernt habe, aus der buddhistischen Tradition kommt. Sie ist aber älter als die buddhistische Tradition. Sie stammt schon aus dem vorpatriarchalen Indien, aus der vorpatriarchalen indischen Religiosität. Und in ihr fließen ganz viele Qualitäten, die auch andere Muttergottheiten, Muttergöttinnen, Göttinnen der indischen Religiosität aufweisen, zusammen. Das ist auch keine fixe, objektive Einheit, die irgendwie draußen existiert, sondern das ist immer eine Projektionsfläche für ganz vieles. Und heute kann sie vielleicht eine Projektionsfläche für Frauen aus dem Westen sein, die wir in unserer Kultur kein weibliches Göttliches haben. Was wir kennen, ist das Gefäß Gottes. Maria, die Gottesmutter, das Gefäß Gottes. Aber sie heißt immerhin Gottesmutter oder Mutter Gottes. Und ich denke, der Name ist älter als die christliche Ikonografie es wahrhaben will. Der vierte wichtige Punkt, die vierte Voraussetzung, eine flexible weibliche Identität zu entwickeln, ist der kreative Umgang mit dem Konzept Frau. Und den habe ich jetzt aus dem Buddhismus entnommen. Wenn wir die Bilder über Frauen angucken, die uns heute, letzte Woche, in diesem Jahr, zur Zeit angeboten werden, wird uns vermutlich immer wieder auffallen, dass wir sie glauben. Wir sehen einen Fernsehfilm, eine dieser modernen Krimis, wo jetzt Kommissarinnen mitspielen. Und dann fängt die an zu heulen an einer bestimmten Stelle, weil sie irgendwas nicht rauskriegt oder irgendwie eine Autotür nicht aufschließen kann oder irgendeine Waffe, da der Abzugshebel klemmt. Und dann fängt sie an zu heulen, dann kommt der Mann, der Kollege und sagt, na, Kollege, ich helf dir mal. Ja, platte Bilder. Und dann ärgern wir uns, weil die Frauen so blöd sind. Statt uns darüber zu ärgern, dass einige Regisseure, Redakteure die Frauen so blöd darstellen. Also wir glauben immer wieder diese Bilder in Romanen, in Erzählungen, in Kinofilmen. Oder wir akzeptieren, dass Frauen absolute Dekorationsrollen spielen in Filmen und die eigentliche Handlung zwischen den Männern abläuft. Irgendwelche Frauen, die sind schön und dekorativ und sagen auch nichts Dummes, aber sie spielen keine Rolle. Und verlagern unsere Identifikation auf die männlichen Hauptfiguren und die Frauen fallen wieder raus. Ganz häufig nehmen wir oder akzeptieren wir mehr oder weniger bewusst die Rollen, die Bilder, die da dargestellt werden. Und wenn wir eine lebendige, freie Identität als Frauen entwickeln wollen, müssen wir lernen, damit sehr kreativ umzugehen.
mit den Bildern, die wir in uns herumtragen. Und die Tradition sagt, jedes Frau, Mann, Klangschale, Meditationstag, Mutter, Vater, Kind, Chefin, Angestellte, was auch immer es gibt, alle diese Rollen, diese Vorstellungen über Rollen, die wir haben, sind einfach Vorstellungen. Das sind keine fixe Realitäten. Alle Vorstellungen sind erstmals einfach Vorstellungen und nicht die Realität selbst. Und es gilt für praktisch alles. Es ist harter Tobak und bedeutet auch ziemlich gründliche Arbeit, wenn wir das umsetzen wollen. Das heißt nicht, dass Vorstellungen keinen Wert haben, sehr viel Wert. Es ist hilfreich zu wissen, wo das Plenum ist, wenn man abends zu einem Vortrag hierher kommt. Aber einige, ich glaube, die Frau ist sogar hier, deren Tochter wurde vor 20 Jahren in diesem Kreissaal geboren, als das noch ein Kreissaal war ihre Tochter, gell? Ja, da war das kein Plenum, sondern der Kreissaal hat sich verändert. Und so geht es mit allen möglichen Vorstellungen. Wir haben uns auch verändert, seit wir 5 sind oder 15 oder 25. Alle Vorstellungen, auch die Vorstellungen über Frauen, was Frauen sind, was sie tun sollen, was sie können sollen, was sie nicht können sollen, sind abhängig von einer bestimmten Zeit, einem bestimmten Zeitgeist, einer bestimmten Kultur, von dem, was die Frauen konkret machen, von dem, was sie machen wollen, von dem, was sie nicht machen wollen und natürlich auch von dem, was die Männer denken, was die Frauen machen sollen, machen wollen, nicht machen wollen, nicht machen sollen und so weiter. Und alle Konzepte, alle Frauenbilder, alle Frauenrollen sind Vorstellungen, die irgendwann entstanden sind, dann eine Weile existieren. Und wenn die Bedingungen dafür nicht mehr gegeben sind, verändern sie sich. Und wenn wir wollen, dass sich was verändert, dann müssen wir es verändern. Aber die Veränderung fängt da an, dass wir keiner Festschreibung glauben. Und vor allen Dingen keiner Feststellung der Art, wie Frauen an sich sind. Frauen an sich sind Vorstellungen. Das hat sich jemand ausgedacht, meist mit einem ziemlich starken Interesse dahinter. Wenn wir diese Art des Herangehens berücksichtigen, haben wir eine Chance, gültige Vorstellungen zu entwickeln. Die Tradition spricht von gültigen und ungültigen Vorstellungen. Und die meisten unserer Vorstellungen sind ungültig. Warum? Eine Vorstellung zum Beispiel, Frauen sind sorgend und liebevoll und kommunikativ, was auch immer uns dazu einfällt. Eine Vorstellung, ein Konzept, ich nenne das jetzt mal Konzept, ist dann gültig, wenn wir wissen, es ist ein Konzept. Das ist die erste Bedingung. Ist dann gültig, wenn wir wissen, es ist ein Konzept. Also wenn ich sage, Frauen sind kommunikativ und nährend und sorgend und hegend und pflegend und liebevoll und nicht geeignet für Leitungsfunktionen oder was uns einfallen mag. Das wäre dann ein gültiges Konzept, selbst wenn es zuträfe. Nur dann, wenn ich weiß, es ist ein Konzept. Frauen sind hervorragend geeignet für Leitungsfunktionen. Das kann nur ein gültiges Konzept sein, wenn ich weiß, es ist erstmal eine Arbeitshypothese. Das war das erste Kriterium. Das zweite Kriterium ist, für ein gültiges Konzept, es muss funktionieren. Also, ist die Frau sorgend, nährend, hegend, pflegend? Stimmt das? Funktioniert das Konzept? Oder funktioniert es nicht? Funktioniert es manchmal und manchmal nicht? Das war das zweite Kriterium für ein gültiges Konzept. Funktioniert es oder funktioniert es nicht? Beschreibt es Wirklichkeit der Situation adäquat? Und daraus ableitend könnte man ein drittes Kriterium formulieren. Ein Konzept ist dann gültig, wenn es mich dazu inspiriert, mich dahin zu entwickeln, wohin es deutet. Es gibt ein wunderschönes Bild in der Tradition, dass alle Konzepte Finger sind, die auf den Mond zeigen. Alle Schriften,
alle Vorstellungen, alle Sätze, die man sagen kann. Das sind alles Bilder, Finger, die auf den Mond zeigen. Und es ist klar, worum geht es. Es geht nicht darum, die Finger zu analysieren, sondern den Mond anzugucken. Denn die Finger zeigen auf den Mond. Manche Finger zeigen überhaupt nicht auf den Mond. Die zeigen in eine ganz andere Richtung. Das müssen wir feststellen. Aber das können wir nur feststellen, indem wir gucken. Also, wenn eine Aussage sagt, Frauen sind hegend, nährend, pflegend und dergleichen, dann können wir einfach mal in die Richtung gucken. Wir gucken uns die Frauen an. Denn diese These zeigt ja auf Frauen. Wir brauchen uns nicht an der These aufzuhängen und schimpfen oder sie widerlegen oder uns ärgern oder dran glauben, uns damit identifizieren und uns ablehnen, wenn wir sie nicht erfüllen, sondern wir können einfach gucken. Diese These deutet auf Frauen. Dann gucken wir uns die Frauen an. Und wenn es nicht stimmt, dann sagen wir, gut, falsches Konzept. Also, noch was auf Lager? Also, Frauen sind genauso gut wie Männer. Gucken wir wieder die Frauen an. Und so können wir jede Aussage über Frauen überprüfen, indem wir uns und andere Frauen angucken, ob wir so sind. Und wir werden sehr schnell feststellen, dass alle Aussagen, die sagen, so ist es, von vornherein verkehrt sind. Weil so sowieso nichts ist. Wir sind viel zu veränderlich, die Männer genauso. Und alle diese Rollenzuschreibungen sind sowieso nur sehr, sehr ungefähr. Das sind Momentaufnahmen, so wie Fotos, die eben nur einen Moment abdecken und es sieht dann ganz gut aus. Aber wenn wir uns an dieser Fotografie orientieren und sozusagen den Rest unseres Lebens versuchen, dieses Bild zu erfüllen, da wird ganz viel sozusagen zwischen den Maschen durchfallen. Und es wird zu einem Käfig, in dem wir uns nicht mehr bewegen können. Wenn wir mit diesem Ansatz arbeiten wollen, dann haben wir plötzlich ganz viel Freiheit. Dann können wir nämlich einfach tun, was uns interessiert, was wir tun möchten und herausfinden, darüber hinaus noch, was wir alles vielleicht sonst noch können, was wir sonst noch möchten. Also der Vorschlag wäre, unter Berücksichtigung sowohl der buddhistischen Aussagen über gültige Konzepte, als auch der Aussagen der Frauenforschung über eine offene weibliche Identität, einfach ausprobieren, was wir tun wollen. Und alle Aussagen von Frauen sind so oder so oder so, Frauen sollen so oder so oder so sein, uns anhören. Jede Aussage überprüfen, anhören, freundlich, interessiert, überprüfen, fallen lassen, überprüfen, annehmen, überprüfen, fallen lassen, überprüfen, annehmen und uns nicht mehr eingesperrt fühlen. Das braucht natürlich einen Horizont. Das braucht einen weiten Blick und viel Mut, viel Selbstvertrauen. Und die Frage ist, wie finden wir dieses Selbstvertrauen, diesen neuen Weg zu gehen? Komme ich wieder auf die Beziehungen zurück? Dazu brauchen wir andere Frauen, die auch den Weg gehen, die das auch versuchen, die sich auch aufmachen in unbekannte neue Frauenwelten, in die unbekannte Welt einer neuen weiblichen Identität, die nicht theoretisch begründet wird, sondern aufgrund der Erfahrungen von Frauen. Wir brauchen dazu vertikale Beziehungen. Wir lernen mit den Frauen, von den Frauen, die diesen Weg schon ein Stück gegangen sind. Und eine der Aufgaben des Wochenendes, des Kurses, wir brauchen einen Horizont, der uns hilft zu werden. Wie funktioniert das? Ich möchte da kurz etwas über einige Aspekte der tantrischen Übung sagen, über einige Aspekte des tantrischen Ansatzes im Buddhismus. Da arbeitet man nämlich mit Bildern von Erwachten. Und in unserem Falle arbeiten wir mit einem Bild einer erwachten Frau, mit dem Bild einer freien Frau, selbst wenn wir nicht wissen, was das ist. Das weiß im Buddhismus auch niemand. Diejenigen, die mit Buddha-Figuren, mit Buddha-Bildern arbeiten, wissen auch nicht, was Richtung ist, was Erwachen ist. Aber das Interessante ist, wenn man anfängt, sich Gedanken über etwas zu machen, dann passiert etwas.
wenn ich mir anfange, Gedanken zu machen, was ist eigentlich eine freie Frau? Dann fällt mir dies oder das oder jenes dazu ein. Und das inspiriert. Das macht was mit mir. Und in dem Prozess des mir Gedankenmachens über freie Frauen werde ich, so die These, selber zur freien Frau. Das ist sozusagen das Grundmodell. Und das orientiert sich an dem, was wir sowieso den ganzen Tag machen. Was wir den ganzen Tag machen ist, wir stabilisieren Vorstellungen, die wir über uns haben, die wir über andere haben. Also ich kann das nicht, ich weiß nicht, wie das geht. Ich habe Recht, ich habe Unrecht, du bist doof, ist fantastisch. Das sagen wir uns den ganzen Tag und dann glauben wir dran. Dann ist die Welt genauso, wie wir uns das den ganzen Tag sagen. Wer es nicht glaubt, kann nachher mal eine, oder die kann nachher mal eine stille Meditation machen und feststellen, was sie dann die ganze Zeit denkt. Und das, was wir da die ganze Zeit denken, das ist das, was unseren Alltag prägt. Und die tantrische Tradition sagt jetzt so, wir nutzen jetzt diese Fähigkeit, sich ständig Vorstellungen zu machen. Nutzen die aber auf eine kreative Weise, indem wir Angebote machen, sich etwas Sinnvolleres vorzustellen als ich bin blöd und du bist blöd und die Welt ist kompliziert und alles ist schwierig und es ist alles so schwierig und die Zeiten werden immer schlechter und alles wird schwieriger und es ist schwierig und es ist kompliziert und das schaffe ich nicht und das kann ich nicht und das traue ich mir nicht zu und die Frauen haben sowieso so eine schwierige Situation, außerdem werden sie benachteiligt und verdienen immer nur noch 2/3 von dem, was die Männer verdienen und es ist wirklich alles sehr, sehr schwierig und ich bin so angestrengt und ich bin so müde und am liebsten würde ich weg von hier und so weiter. Ich denke, wir kennen das. Und man kann da sich so richtig reinsteigern und dann noch drüber reden, also sich dann noch unterstützen verbal und dann ist man ganz schnell in einem furchtbaren Jammern drin. Und das ist ja etwas, was den Frauen nachgesagt wird, dass sie wunderbar können, zusammen jammern, wie schlecht es ihnen geht. Wir können gut zusammen jammern, wie schlecht es uns geht. Wir können gut über die Männer herziehen oder über die untreuen Freundinnen oder sonst was richtig gut zusammen jammern. Da klappt die Frauensolidarität. Aber häufig klappt sie nicht, wenn man neue Sachen ausprobiert. Was auch immer wir an Tendenzen feststellen, welche Art von Dauerberieselung wir uns aussetzen mit unseren Gedankenschleifen, da fangen wir an. Das ist da, wo wir sind. Und wenn wir Tara-Praxis machen, dann stellen wir uns ganz simpel vor uns im Raum eine erwachte, eine freie, eine befreite Frau vor. Und die Tradition, die gibt da ein bestimmtes Bild. Und jedes Element dieses Bildes hat eine Bedeutung, ist ein Hinweis auf Elemente des Freiseins. Und ich möchte jetzt einfach mal ein paar beschreiben, dass es nicht abstrakt bleibt. Die Tara, die sitzt so da. Die hat das linke Bein angezogen, so wie im Meditationssitz, und das rechte etwas ausgestellt. Dieses angezogene linke Bein bedeutet, sie ist bei sich. Sie hat Kontakt mit sich. Sie ist in der Haltung der Meditation, der Innenschau. Sie spürt sich. Sie hat Kontakt mit ihrer tiefsten Ebene. Und das rechte Bein ist leicht ausgestellt. Das ist nicht im vollen Lotussitz, sondern es ist leicht ausgestellt. Und bedeutet, sie kann handeln, sie kann aufstehen, sie kann agieren, sie kann sich in dieser Welt bewegen, gleichzeitig. Also sie ist ganz bei sich und kann trotzdem kommunizieren. Also nicht, sie macht nicht das, was wir tun. In dem Moment, wo wir kommunizieren, verlieren wir uns selbst und fallen ins Du, vergessen uns und fallen ins Objekt, aber auch nicht so, dass wir sozusagen immer nur uns spüren und nicht mehr kommunizieren können. So auch nicht. Sondern ganz bei sich und gleichzeitig fähig, mit der Welt umzugehen. Das ist schon ein Symbol, eine Symbolik, die ist wunderbar. Die nährt das Vertrauen, dass wir das auch können. Tara kann's, also können wir es auch. Tara ist schließlich eine Frau. Dann hat sie die linke Hand am Herzen. Also sie hat nicht nur das Herz am rechten Fleck, sondern hat damit sozusagen auch Kontakt. Und traditionell heißt es, sie hat Zuflucht in sich gefunden und sie gibt anderen Zuflucht. Das heißt, das ist ein altmodisches Wort, wenn es Probleme gibt, weiß sie, worauf sie sich verlassen kann,
dass sie aus den Problemen herauskommt. Sie hat einen Ort, sie hat Methoden, sie hat eine Vision, wie sie umgehen kann mit Problemen. Sie ist sich Zuflucht, sie gibt Zuflucht. Und in der Tradition, die drei gestreckten Finger sind Buddha, Dharma, Sangha. Das Ziel, Buddha, nicht männlich oder weiblich, sondern der Zustand des Wachseins. Buddha kommt von Budd, erwachen. Dharma sind im technischen Sinne die Lehren, die Übungen, aber praktisch gesprochen ein Weg, eine Methode. Also sie hat ein Ziel, erwachen, wach werden. Eine Vision, ein Horizont, einen Weg, irgendeine Methode. Und Sangha ist die Gemeinde der Übenden. Ja, Gemeinde heißt es im christlichen Kontext. Und das sind einmal alle, die üben. Aber wir können das jetzt in unserem Kontext auch verstehen, eine spirituelle Gemeinde von Frauen. Es gibt viele Ebenen. Die rechte Hand auf dem rechten Knie, in der Geste des Gebens. Tara ist so reich, sie kann geben. Reichtum wird definiert als die Fähigkeit zu teilen, geben zu können. Dann ist man reich, wenn man geben kann. Wenn man ganz viel hat und kann nicht geben, ist man arm. Das sind nur einige der Symbole, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir mit der Gestalt von Tara arbeiten. Sie ist grün, von strahlend grünem Licht. Und es hat sicher viele Ebenen, diese Farbe grün, Natur, Wachstum, ist eine sehr alte, beliebte Farbe des Göttlichen. In der islamischen Tradition, in der Sufi-Tradition gibt es El-Kitr, den Grünen. Das ist so ein Nothelfer. Immer wenn es Probleme gibt, taucht El-Kitr auf und repariert einem das Rad am Wagen, wenn es zerbrochen ist, und zeigt einem den Weg, wenn man sich verlaufen hat, und gibt einem was zu trinken, wenn man Durst hat. Das ist El-Kitr in der islamischen Tradition. Und in der Kabbala heißt es, die Farbe Gottes ist grün. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber die Farbe grün scheint beliebt zu sein auf den geistigen Wegen. In der tibetischen Tradition, so habe ich gelesen bei Lama Govinda, wird die Farbe grün von Tara unter anderem folgendermaßen erklärt. Das ist eine der schönsten Beschreibungen, die ich je gehört habe. Wenn sich die Weisheit der Mitternacht, das Dunkelblau der Mitternacht, mit der Weisheit des hellen Mittags, dem Goldgelb des Mittags, dann entsteht die Weisheit von Tara. Die Weisheit der Nacht und die Weisheit des Tages, wenn die zusammenkommen, dann entsteht die Tara-Weisheit. Und die steht neben Liebe, Kraft, Weisheit und alles, was die Tradition an heilsamen Haltungen und Einsichten aufzählt, vor allen Dingen für Geschick im Handeln. Tara steht oder verkörpert das Geschick im Handeln aller Erwachten. Das Geschick im Umgehen mit jeder Situation. Das Vertrauen, mit jeder Situation umgehen zu können. Das kann man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wenn wir uns nur mal für eine Sekunde vorstellen, wir hätten die Fähigkeit, mit jeder Situation umzugehen. Also wenn wir heute Abend nach Hause kommen, das Haus ist abgebrannt, die ganze Familie ist weggelaufen, wir sind gekündigt und was weiß ich, was wir so an Katastrophen uns vorstellen können. Und in uns ist ein Vertrauen, das ist zwar alles nicht sehr schön, das ist auch alles ziemlich schwierig, aber ich kann damit. Es gibt einen Weg daraus, das Beste. Na doch schön. Bräuchte man keine Angst mehr zu haben. Dann hätte man keine Angst mehr. Und eine Art Erwachen zu beschreiben oder Erleuchtung ist, wir haben Zugang gefunden zu dem Vertrauen in uns. Wir fühlen uns fähig, aus jeder Situation das Beste zu machen. Das heißt nicht, dass es immer nur gute Situationen gibt. Das heißt, wir haben das Vertrauen, aus jeder Situation das Beste zu machen. Und dafür steht Tara. Geschick im Handeln. Ganz große Intuition, umzugehen, auch mit schwierigen Situationen. Dann wird sie in Verbindung gebracht mit dem Windelement. Tara ist schnell. Tara-Energie ist eine ganz schnelle Energie. Das ist nicht
erstmal 3 Jahre eine Bestandsaufnahme machen und alle Facetten so richtig genau untersuchen und auflisten und dann gründlich überlegen, was man damit anfängt, sondern ein Blick, ein klarer Blick ohne Anhaftung und ohne Angst, spüren, was da ist und handeln. Angemessen. Angemessen handeln, zur rechten Zeit das rechte Wort. Das rechte Wort, die rechte Tat zur rechten Zeit an die richtige Person. Und dann läuft's. Ja, nicht? Und das, sagt die Tradition, ist möglich und ist verkörpert in Tara. Und jetzt besteht die Übung darin, sich jeden Tag mit dieser Energie zu beschäftigen. Und dann sagt die Tradition, irgendwann wachen wir auf, dann haben wir die Qualität. Dann sind die einfach da. Und auf dem Weg dahin, ja, üben wir eben. Und üben und üben und üben und machen uns vertraut mit dieser Energie im Außen. Und das bewirkt etwas im Innen. Ja, man kann natürlich unendlich viel mehr erzählen. Und normalerweise unterrichte ich die Tara-Praxis einer Woche. Da nehme ich mir eine Woche Zeit mit vielen Übungen von morgens bis abends. Aber in den modernen Zeiten geht da alles sehr schnell. Gut, Tara ist ja auch schnell. Und dann wird eben Dharma in der Nussschale gelehrt. Gibt's die Lehren in der Nussschale? Das war heute Abend so eine Unterweisung. Tara-Unterweisung in der Nussschale. 1 Stunde, grobe Züge. Die Tradition beschreibt 3 Voraussetzungen für die Praxis, für die sinnvolle Praxis mit Bildern des Erwachens. Und ich will sie kurz erwähnen, damit wir den Kontext so ein bisschen erahnen können. Damit wir mit diesen Bildern des Erwachens wirklich arbeiten können, brauchen wir einen starken Wunsch, aus unseren eingefahrenen Gewohnheiten herauszutreten. Und dieser starke Wunsch, sich oder frei zu werden von diesen eingefahrenen Gewohnheiten, hat damit zu tun, dass wir verstehen, wie innen und außen zusammenwirken. Kurz gesagt, was wir erleben, ein schönes Gespräch, einen unangenehmen Arbeitstag, ein gutes Essen, einen schönen Spaziergang, was auch immer wir erleben, die Gefühlsdimension, die dabei auftaucht, hat wesentlich mehr mit uns selber zu tun, als mit dem Aufhänger. Und die Tradition sagt, die ganze Außenwelt fungiert als Aufhänger, als Anlass. Und wir hängen uns auf mit unserer aktuellen Stimmung, mit unseren Vorerfahrungen, mit unseren Werten, mit unseren Vorstellungen, mit unseren Erwartungen. Wir hängen uns auf an der äußeren Situation. Und den Zusammenhang muss ich ein bisschen begreifen. Also die eigenen Anteile an der Situation. Damit wir motiviert sind, mit unseren eigenen Anteilen zu arbeiten. Nehmen wir den heutigen Abend als Beispiel. Hier sitzen unterschiedliche Frauen und alle hören einen unterschiedlichen Vortrag. Und ich halte auch einen anderen Vortrag, also nochmal einen anderen. Und womit hat das zu tun? Hat das mit den objektiven Worten zu tun, die ich spreche? Dass jede einen anderen Vortrag hört? Natürlich nicht. Das hat damit zu tun, mit welcher Erwartung sie kommen, mit welchen Vorerfahrungen sie kommen. Das prägt natürlich in viel höherem Maße das, was sie jetzt aufnehmen, als das, was ich sage. Ich kann mir noch so viele Gedanken machen, was ich unbedingt heute rüberbringen will. Wenn das sie im Moment nicht besonders interessiert, werden sie das nicht hören. Sie werden genau das hören, was sie interessiert, was sie betrifft, was ihre Vorerfahrungen aktiviert. Gut. Wenn wir begreifen, dass wir mit Stimmung und Vorerfahrung an die Welt herangehen und dann, was uns draußen geboten wird, Worte, Situationen, Abläufe, Dinge, Menschen, dass das sozusagen nur das aktivieren kann, was wir mitbringen,
Ich meine, logisch leuchtet es ein. Niemand kann etwas in mir wecken, was nicht in mir drin ist. Oder wie ich manchmal etwas drastisch sage, das Glück sitzt nicht in der Blumenvase oder in der Suppe oder in einem Gesicht oder in einer Hand oder in bestimmten Worten und springt dann sozusagen mich an im Gespräch, in der Begegnung. Auch das Unglück sitzt nicht in bestimmten Worten und springt dann in mich hinein, wenn sie gesagt werden, sondern da sagt jemand was, da tut jemand was, da stehen ein paar Blumen und je nachdem, wie ich ansprechbar bin, freue ich mich darüber oder ich finde es langweilig oder gleichgültig oder ich ärgere mich. Und das hat was mit mir zu tun, ob ich da ansprechbar bin oder nicht. So. In der tantrischen Tradition arbeitet man jetzt ganz intensiv mit diesem Zusammenhang, indem man sich sagt, statt die ganze Zeit zu versuchen, die Außenwelt zu verändern, setzen wir uns jetzt hin und versuchen, eine reine Sicht der Dinge zu entwickeln, indem wir uns zum Beispiel eine freie Frau, eine Erwachte vorstellen. Wenn wir das häufiger machen, immer wieder machen, uns das vorstellen und plötzlich merken, dass diese Vorstellung etwas mit uns macht, werden wir heute merken oder morgen, vielleicht werden wir es auch nicht merken. Ich vermute mal, dass wir es merken werden. Wir stellen uns Tara vor, eine freie Frau in grüner Farbe, in einer bestimmten Haltung und dann lassen wir diese Gestalt auf uns wirken. Und manche fühlen sich dann sehr wohl dabei. Wenn wir dann noch das Mantra rezitieren, dann fühlen sich manche noch wohler dabei. Dann sitzen wir hinterher da und denken, was ist jetzt eigentlich passiert? Eigentlich habe ich mir nur etwas vorgestellt. Aber jetzt fühle ich mich plötzlich ganz wohl. War das jetzt objektiv oder subjektiv? Das ist ganz spannend, was da passiert. Aber wenn wir nicht ein bisschen ein Verständnis haben, wie innen und außen aufeinander wirken und wie wichtig das Innen ist, der eigene Anteil, werden wir uns nicht so einlassen können auf diese Übungen, wie wenn wir das verstehen. Dazu gehört auch, das ist die zweite Voraussetzung für tantrische Übungen, für Visualisierungsübungen dieser Art, dass wir ein Gefühl dafür entwickeln, dass das, was mit uns selber passiert, auch Auswirkungen hat auf alle anderen um uns herum. Dass wir alle miteinander auf irgendeine Art und Weise verbunden sind. Dass wir nicht so getrennt sind, wie wir uns wahrnehmen. Ich kann es jetzt erstmal nur so sagen, das zu erklären und zu erleben, das braucht noch ein bisschen Unterstützung, aber auf einer ganz praktischen Ebene erleben wir jetzt diesen Vortrag, diesen Kurs, und es ist uns allen klar, wenn nicht mehrere von uns zusammenkommen, findet kein Kurs statt. Es gibt im Allgemeinen keine Kurse für eine Person. Also es müssen schon mehrere sich zusammentun, damit so etwas entstehen kann. Es braucht Menschen, die das vorbereiten. Also da sind schon Verbindungen da. Und wenn wir unser Leben mal ein bisschen genauer angucken, merken wir, dass wir tausendfach verbunden sind mit anderen Leuten durch das, was wir tragen, durch die Häuser, in denen wir wohnen, durch die Gegenstände, die wir tagtäglich benutzen, durch das, was wir essen, durch das, was wir lesen, durch das, was wir hören, durch das, was wir mit anderen zusammen machen, dass es da ganz viele Verbindungen gibt. Und alles, was da mit uns passiert, hat dann wieder Auswirkungen, direkt oder indirekt, auf all die Menschen, mit denen wir zu tun haben, direkt oder indirekt. Das ist eine Ebene oder zwei Ebenen, wie wir das ein bisschen verstehen können. Der dritte Aspekt oder die dritte Voraussetzung für tantrische Übungen hat etwas mit den Konzepten zu tun, wie ich das vorher angesprochen habe. Nämlich, dass nichts einfach so ist, sondern alle Realität wesentlich mehr ist als das, was wir darüber sagen können, das, was wir darüber denken können. Dass jede Begegnung, selbst das Essen einer Mango, unbeschreiblich ist. Das wissen alle die, die in anderen Ländern gewesen sind und da Früchte kennengelernt haben, die es hier nicht gibt. Und dann jemand hier zu beschreiben versuchen, was sie da gegessen haben. Ja, wie hat denn das geschmeckt? Ja, so ähnlich wie Pfirsich, aber dann doch nicht wie Pfirsich,
Aber so ähnlich wie dies, aber ist es dann doch wieder nicht so. Man kann es nicht beschreiben. Man kann mit dem Finger auf den Mond zeigen, aber mehr ist nicht möglich. Und so geht's mit allem. So geht's mit Streitsituationen, mit Konfrontationen, mit schönen Begegnungen, mit Ästhetik, mit allem. Das, was wir sprechen können oder denken können, ist immer weniger als das, was geschieht. Und das Verständnis brauchen wir, wenn wir uns verändern wollen, wenn wir uns öffnen wollen für neue Eindrücke, dann brauchen wir diesen weiten Horizont und wenigstens ein Grundverständnis. Wir brauchen das nicht in aller Tiefe zu verstehen, aber eine Ahnung, dass alles, was wir so alltäglich machen und tun, eigentlich mehr ist als das, was wir verstandesmäßig erfassen, was wir begrifflich erfassen, was wir denken können darüber. Und Übungen wie die Tara-Praxis, Visualisierungen, Mantra-Rezitationen führen uns näher an diese wunderbare Qualität der Wirklichkeit heran, an diese wunderbare Qualität und führen uns näher heran an das uns Wunder, an das Staunen. Und da werden wir staunen, was für Frauen wir dadurch werden, wenn wir uns dem öffnen und nicht an rigiden Bildern festhalten. Ja, ich glaube, sehr viel mehr möchte ich jetzt im Moment nicht sagen. Da kommen noch einige Aspekte dazu, aber die möchte ich dann im Rahmen der Übung selber ansprechen. Dann haben wir schon ein bisschen Vorerfahrung. Gut.